Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Wir sind hier beim letzten Mal in der Dunkelwasserbaustelle stehen geblieben, nachdem wir in der letzten Folge dem Hauptquartier der Gunner einen kleinen Besuch abgestattet hatten. Und in dieser Folge werden wir uns mal rüber zu den Ruinen von Quincy begeben und uns dort um die Gunner kümmern. Aber darauf sollten wir uns ein bisschen vorbereiten. Außerdem haben wir ziemlich viel in den Taschen und wir sollten uns mal um Kates Power-Rüstung kümmern. Sie ist auf jeden Fall schon wieder einsatzbereit, nach dem, was sie gerade da mit ihren Händen gemacht hat. Hey, sag, was du brauchst und ich kümmere mich darum. Ich möchte nur mit dir handeln, Kate. Jetzt teilen wir das unter uns auf, ja? Na, so in etwa. Kate hat ein bisschen was an Munition eingesammelt. 308er Patronen, 45er Patronen, sehr nett. 556er Patronen. Dann hat sie auch noch Plasmakartuschen eingesammelt. Und sie hat die kaputten X01 Power-Rüstungsteile natürlich im Inventar. Den Torso werden wir ihr auch gleich mal abnehmen und diesen reparieren. Und sie hat offensichtlich schon wieder Waffen eingesammelt. Da hat sie hier ein Plasmagewehr, ein Sturmgewehr, die einfrierende Kampflinte, die hatte sie ja im Inventar. Die darf es auch behalten. Dann haben wir noch ein Kampfgewehr, ein Kampfscharfschützengewehr, so wie es aussieht. Eine doppelläufige Schrotflinte, noch ein Kampfscharfschützengewehr und ein standhaftes automatisches Kampfgewehr. Ich glaube, die Waffe kennen wir noch gar nicht. Ah ja, im Treppenhaus drüben in Gunners Plaza, da war eine legendäre Gunner und die hatte keinen legendären Gegenstand. Das muss die Waffe sein. Kate muss uns sie quasi mal wieder vor der Nase weggeschnappt haben. Ja, die Waffe wird uns gerade als neu angezeigt. So, die haben wir ihr mal abgenommen. Schauen wir mal bei der Kleidung ganz kurz. Ich würde sagen, wir machen mal eins. Wir nehmen mal Kate ihren Metallrüstungshelm ab. Und lassen Sie auch die Sonnenbrille absetzen. Jetzt wird das hier immer noch als aufgesetzt angezeigt. Nehmen wir den mal ab und geben ihr den einfach wieder. Gucken wir mal, hier müssen wir irgendwie ihren Helm haben, da ist er auch schon. Und dann kann sie nämlich, wenn wir jetzt die X01 repariert haben, auch wirklich mal den Power-Rüstungshelm aufsetzen. Vielleicht solltest du was von dem Zeug zurücklassen, das du mit dir rumschleppst. Das habe ich vor, Kane. Machen wir das auch mal direkt. Wir werden mal den ganzen Schrott erst einmal hier in die Werkstatt packen. So. Und wir werden dann noch ein bisschen was hier in den Überseekoffer natürlich tun. Gucken wir mal, was wir jetzt alle im Inventar haben. Den Fatman, den können wir zurücklassen. Wir haben eh nur noch 4 Mini-Atombomben. Die Plasmagranate kommt weg. Das Plasmagewehr. Der Baseballschläger. Was haben wir noch? Hier haben wir noch ein Plasmagewehr. Das kann auf jeden Fall hier bleiben. Dann haben wir noch ein Sturmgewehr, das entschlossene Unterhebelgewehr, das wiegt nur 10 Pfund und ist 800 Kronkorken wert. Sollten wir mal mitnehmen, das können wir sicherlich irgendwo verkaufen oder eintauschen. Dann haben wir hier noch ein Kampfscharfschützengewehr, kommt weg, die Schrotflinte kommt weg. Was haben wir hier? Eine Impro-Pistole, ach ja, das ist ja unsere, zum Minenentschärfen. Dann haben wir noch ein Kampfscharfschützengewehr, noch das Kampfgewehr, das wir uns gerade angeschaut hatten. Und noch eine Plasmapistole. Die ist gar nicht verkehrt, wiegt auch bloß 5 Pfund. Nehmen wir mal mit, möchte ich mal ausprobieren bei Gelegenheit. Dann haben wir hier bei der Kleidung 2 Milizhüte. Einer bleibt hier, einer gehört jetzt unserem Charisma-Outfit. Dann haben wir noch ein Radhirschleder-Outfit. Das lassen wir hier mal zurück. Und dann haben wir hier noch die X01-Teile. Der Rest sieht gut aus. Und wir gucken mal, wir müssten doch hier noch ein paar X01-Teile eingelagert haben. Ganz genau. Gucken wir mal ganz kurz, was uns hier fehlt für die Power-Rüstung von Kate. Ein Arm fehlt uns. Da haben wir einen linken Arm und einen rechten Arm. Den rechten Arm nehmen wir mal raus. Und dann haben wir hier 2 Torsos. Das ist ein Mark II Torso mit 340, 230 Widerstand. Ja, dann lassen wir mal diesen hier und nehmen statt dem Mark I den Mark II Torso. Dann haben wir 5 Teile für Kate. Uns fehlt das rechte Bein. Da müssen wir mal gucken, dass wir für Kate noch irgendwo wenigstens irgendein Power-Rüstungsteil fürs rechte Bein auftreiben. So, das soll es erstmal gewesen sein. Und bevor wir uns jetzt um die Power-Rüstung kümmern, würde ich sagen, wir legen uns mal kurz schlafen und warten mal ab, bis es morgen wird. Also legen wir uns mal kurz hin. Wir haben es jetzt 12:30 früh, also schlafen wir mal 7 Stunden, das sollte eigentlich genügen. Ruhen wir uns aus, dann haben wir auch wieder den kleinen EP-Buff bzw. Bettgeflüster.
So, Kate ist aus der Power-Rüstung ausgestiegen. Das ist eigentlich ja nicht verkehrt. Aber wir müssen uns erstmal um die andere kurz kümmern. Also hier um die T-60 der Stählernen Bruderschaft. Da waren ja noch drei Teile, die nicht vollständig repariert waren. Gucken wir uns das mal ganz kurz an. Da haben wir auch direkt mal den Helm. Der sollte repariert werden. Machen wir das. Dann würde ich gerne mal schauen, ob wir den modifizieren können. Da können wir hier das Modell aufwerten. Gucken wir uns das mal an. Da können wir hier von Modell B auf Modell D aufwerten. Das erhöht die Schadensresistenz recht ordentlich. Und das können wir machen. Für weitere Aufwertungen würden wir den Rüstmeister in Rang 3 bzw. 4 benötigen. Den haben wir noch nicht, also werten wir erstmal auf Modell D auf. Eingesammelt haben wir auf jeden Fall genug. Da haben wir jetzt unter anderem eine Kaffeetasse für geopfert. So, gucken wir mal ganz kurz. Bei den Extras können wir nichts machen. Da fehlt uns der Rang 3 bei Wissenschaft oder der Rang 2 bei Wissenschaft. Da sollten wir vielleicht noch drin investieren. Gucken wir mal ganz kurz bei der Helmlampe. Da haben wir jetzt die Standard-Helmlampe. Das dürfte eine gelbe sein. Und wir haben hier die Möglichkeit, eine helle Helmlampe zu montieren. Und da wir auch einen weißen Pip-Boy verwenden, das ist also weißes Pip-Boy-Licht, würde ich sagen, wir ändern hier mal die Helmlampenfarbe. Kostet uns nur ein bisschen nukleares Material, Aluminium, Kupfer und Glasfaseroptik. Haben wir alles. So, das war die Sache mit dem Helm. Wir machen mal weiter. Wir haben ja noch den Torso. Der sollte repariert werden. Der hat nur etwa die Hälfte seiner Haltbarkeit. Dann haben wir ja das rechte Bein. Das ist in Ordnung. Der rechte Arm muss auch repariert werden. Das ist erfolgt. Dann haben wir noch das linke Bein. Das ist in Ordnung. Und der linke Arm ist in Ordnung. Ich gucke gerade nochmal. Jetzt ist alles in Ordnung. Hier bei unserer SB2, also stählernen Bruderschaftslackierung 2 der T60. Und wir sind, glaube ich, erstmal mit der fertig. Dann schaffen wir sie mal beiseite, damit wir uns noch um die andere kümmern können. Erstmal ab mit dem Fusionskern da rein. Und dann steigen wir ein. Und wir steigen nicht in den Gideon Buttercup, sondern in die Power-Rüstung. Das sieht hübsch aus hier mit dem Gideon Buttercup. Das drängt sich irgendwie hier ganz schön in den Vordergrund. Wir stellen mal die T60 hier hin. Und dann kümmern wir uns noch ganz kurz um die Power-Rüstung von Kate. Da drüben hat sie sie hingestellt. Also erstmal ab mit einem Fusionskern da rein. Was würde ich nicht für einen ordentlichen Drink geben? Dann sollten wir vielleicht in eine Stadt gehen. Haben wir ja eigentlich vor. Wir wollen ja nach Quincy. Jetzt steigen wir aber erstmal in die Power-Rüstung ein. Das dürfte für unseren Stadtbesuch doch deutlich gesünder sein. So, dann bringen wir sie mal rüber zur Power-Rüstungsstation. Und dann werden wir ganz kurz da die Teile montieren und sie natürlich, wenn nötig, reparieren. Steigen wir erstmal wieder aus und kümmern uns um das gute Stück. Fangen wir auch hier mit dem Helm an. Der muss nicht repariert werden, den können wir einfach nur ausrüsten. Der linke Arm muss repariert werden. Der wird auch ausgerüstet. Dann haben wir den Torso. Der braucht, glaube ich, keine Reparatur. Das mit der Gesundheit bzw. der Haltbarkeit sieht noch gut aus. Der rechte Arm muss repariert werden und angelegt werden. Dann haben wir noch das rechte Bein. Ebenso reparieren und ausrüsten. Sehr schön. Da möchte ich jetzt mich um weiter nichts kümmern. Lackierung bringt eh nichts, da das nur gilt, wenn alle Teile lackiert sind. Bleibt sie halt in diesem Rohzustand. Hat ja im Sumpf gestanden. Zweimal. Die Hälfte davon stand da hinten in der Nähe von Jamaica Plain. Da hatten wir die gefunden. Und die andere hatten wir hier in der Nähe gefunden. Irgendwo im Sumpf bei einem abgestürzten Vertibird. So, Kate kann einsteigen. Sie kümmert sich offensichtlich selbst erst einmal um die Power-Rüstung. Sie guckt sich die genau an. Ich glaube, sie bemängelt, dass da kein Bein dran ist. Hat sie gerade was zum Messen rausgeholt? Sie hat irgendeinen Faden gespannt. Sehr interessant, das zu sehen. Hey, was gibt's? Kate, steig mal lieber ein. Mach ich. Sehr schön. Dann warten wir mal kurz ab, dass sie da einsteigt.
Sehr schön, der Tutsi. Großartig. Dann sind wir ja eigentlich fertig. Und wir steigen mal in unsere Power-Rüstung. Und dann werden wir uns mal auf den Weg rüber nach Quincy, beziehungsweise rüber zu den Ruinen von Quincy begeben. Machen wir uns mal Licht. Und holen mal eine Waffe raus. Laden die nach. Wir haben wieder den Kampfgewehr in der Hand. Kate hat ihren Superhammer in der Hand. Ich glaube, das machen wir mal anders. Wir reden nochmal ernst kurz mit Kate. Behalt aber dein Hemd an. Ganz sicher. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Hemd ausziehen soll unter der Power-Rüstung hier. Ja, handeln wir mal ganz kurz mit Kate. Hast du was Schönes für mich? Nein, du hast aber was Schönes ohne im Inventar. Und zwar hast du Fernkampfwaffen im Inventar. Sie soll mal wieder den Ausputzer verwenden. Und wir gucken mal gleich bei der Gelegenheit, ob wir ihr noch ein paar Schrotpatronen geben können. Ja, wir haben noch 30. Geben wir ihr die mal. Und jetzt hatte ich gerade gesehen, sie hat noch 14 Stimpacks. Reicht eigentlich, aber dennoch, wir haben ziemlich viel im Inventar. Also werden wir ihr davon noch ein paar geben. Das ist ja schnell erledigt. Da sind die Stimpacks. Wir haben 324 Stimpacks. Sie kann ruhig auch ein paar bekommen. Geben wir ihr mal, würde sagen, so 24. Mit diesem ist leider immer nicht ganz so schön zu machen. Aber naja, geben wir ihr 25. So. Hat sie 39 und wir können uns auf den Weg machen. Rüber nach Quincy. Können wir bitte aus der Strahlung raus? Jetzt hat sich Kate beschwert, dass wir aus der Strahlung rausgehen sollen, aber wir tragen die Power-Rüstung. Das hat mit der Strahlung eigentlich ja nicht so schlimm. So, erstmal ab hier. Schönes Gestrüpp. Ab durchs Marschland. Wieder rüber in Richtung Atomatoys-Fabrik erst einmal. Ich muss jetzt hier irgendwo vor uns liegen. Ach, da ist er auch schon. Da waren wir ja neulich, als wir uns um die Spielzeugteile und die Gedi-Abata-Cups gekümmert hatten. Hier dürfte eigentlich nur Schluss sein und wir müssen bloß noch ein kleines Stückchen weiter. Können wir hier ein bisschen abkürzen. Ach, hier hatten wir ja auch die T-60 gefunden. Hier lag ja irgendein toter Ritter oder Ritter-Sergeant, glaube ich, wart. Bin mir aber nicht ganz sicher. Jetzt ist er weg. Der hatte ja die ganzen Power-Rüstungsteile im Inventar. So, da ist auch schon Quincy, da ist die Kirche von Quincy. Und wir werden mal gucken, dass wir uns um die Gunner kümmern, die hier sind. Da war schon Gunner-Rekrut zu sehen, da oben offensichtlich. Haut gerade ab. Würde ich sagen, kümmern wir uns drum. Wir schmeißen einfach mal eine Granate über die Mauer. Und jetzt vor der Mauer lande. Schade eigentlich. So, probieren wir halt nochmal. Machen wir mal auf uns aufmerksam. Ich glaube, das hat geklappt. Die soll mal hier hochkommen nochmal, da wo sie eben schon war. Du bist tot. Ich glaube, die ist nach rechts hier laufen. Nur dann nehmen wir doch auch mal nach rechts. Mal gucken, ob wir da eine Möglichkeit finden. Okay, was für eine Scheiße. Die steht auf der anderen Seite der Mauer. Vielleicht kommen wir hier rüber. Nein, nicht wirklich. Liegt es an mir, oder ist das einfach zu leicht? Dann versuchen wir mal einen anderen Weg zu finden. Ich habe jetzt hier keine Lust auf irgendwelche Slapstick-Nummern. Mal gucken, ob wir hier einfallen können. Na, das sieht doch ganz gut aus. Und wir haben die Ruinen von Quincy entdeckt. Und wir haben eine Gunner-Rekrutin vor uns. Naja, die hatten wir eben schon gesehen. So, die ist dahin. Ich hab Blut auf meinen Stiefeln. Ja, okay, das hat ja einen schönen gespritzt hier, der gibt zu. So, wir haben 9 Fusionszellen, ein Stimpack und eine Golduhr gefunden. Eingesteckt. Und wir stehen vor der Kirche und jemand hat gefragt, wer hier ist. Da oben ist da jemand zu sehen. Oh, der hat, glaube ich, entweder ein Raketenwerfer oder ein Fatman auf der Schulter. In diesem Gebiet wimmelt es nur so vor Gunnern. Ich kann die bekloppten Penner schon aus der Ferne riechen. Was heißt hier aus der Ferne? Ich habe schon ihn gesehen und ihn haben wir schon erledigt, Kate. Da oben auf dem Dach war jedenfalls einer. Mal gucken, ob wir den erwischen können. Da ist er doch zu sehen. Also ein bisschen jedenfalls. Oder ist das was anderes? Und gehen wir mal in die Kirche. Auf jeden Fall war hier gerade was zu hören von rechts. Wir schauen mal ganz kurz mit dem Watz. Da hinten ist jemand. Eine Gunner-Soldatin, um genau zu sein. Aber die Trefferchance ist katastrophal. Dafür wirst du bezahlen. Die hat gerade die Granate geschmissen. Das soll uns mal nicht stören. Das war eine Plasma-Granate. Da ist die Granate. Da lehnen wir die Granate. Ja, das hat nie geklappt. Aber kann man auch machen. So, versuchen wir die Gunner-Soldatin hier mal auszuschalten. Ne, die hatte nicht viel drauf, außer Granaten schmeißen. Aber die hatte auch nicht wirklich nüde Rüstung. So, die hat noch 4 Kronkorken für uns, Fusionszellen und 2 weitere Plasmagranaten.
Hier haben wir ein Terminal, Sturges Terminal. Das ist ja sehr interessant. Mann, ich hoffe, auf dich ist dein Kopfgeld ausgesetzt. Okay, normalerweise würde ich sagen, wir nehmen uns die Zeit und lesen unsere Terminal durch. Aber wir sollten uns erstmal um die Gunner kümmern. Und Sturges ist ja einer der Begleiter von Preston Garvey gewesen, gleich am Anfang. Also, das ist wohl seine Heimatkirche. Naja, wir gucken uns erstmal hier in der Kirche um. Auf jeden Fall ist hier noch was zu hören. Und wir hatten ja schon jemanden hier sehen oben auf dem Dach. Wir haben auf jeden Fall ein Geschütz gefunden. Da drüben irgendwo. Und wir sind bemerkt worden, ganz eindeutig. Da ist ein Geschütz. Das ist erledigt. So, gucken wir uns mal weiter um. Das ist ein ziemlich luftiges Dach hier. Ich behaupte mal, das war gerade eine Mini-Atombombe. Dann halt mich eben nicht verguckt. Sag mir, wenn du Hilfe bei dem Schloss brauchst. Nee, Kate. Warte, hörst du das? Ja, ich höre das. Wir werden von allen Seiten beschossen. Wir haben einen Gunner-Soldaten vor uns. Und um den Safe kümmern wir uns später. So, der Soldat ist erledigt. 6 Fusionszellen hat er für uns. Und wir müssen da hoch. Das sind immer diese unangenehmen Wendeltreppen. Und man sieht hier eigentlich gar nicht, wo man sich hinbewegt. So, wir sind aber gleich oben. Hier scheint keiner zu sein. Doch, da ist jemand. Ein Gunner-Soldat. Und wir sind beschossen worden. Würde mal sagen, das war eine Rakete. So, da ist ein weiterer Gunner-Soldat. Und da drüben steht einer, ein gewisser Baker. Versuchen wir, Baker mal zu erledigen. Wir haben gleich mal einen kritischen Treffer. Der hat einen Raketenwerfer auf der Schulter, ganz eindeutig. Versuchen wir, den Kerl mal zu erledigen. Der soll nie weglaufen. So, jetzt wisst ihr, warum ich die Power-Rüstung erst einmal repariert haben wollte. Da ist Baker wieder. Erledigen wir den Kerl. Der hält nämlich schon wieder mit dem Raketenwerfer drauf. So, der hat den Kopf verloren. Der hat sein Leben verloren. Da ist ein legendärer Gunner. Kate hat es gefallen. Wir laden mal nach. Wir halten Stand. Und gehen mal da rüber. Und erledigen diesen legendären Gunner. Diese legendäre Gunner. Und dann gucken wir uns die gleich an, wenn die erledigt ist. Nicht, dass Kate uns wieder den Loot klaut. Und die müssen wir aber erstmal noch erledigen. So, die soll mal hier runterfallen. Die hat eine des Kammerjägers Sündrüstung für den linken Arm für uns. Reduziert den durch Meyerlurks und Insekten verursachten Schaden um 15%. Eingesteckt. Die 556er Patronen haben wir uns auch eingesteckt. Dann schauen wir weiter. Da drüben ist ein Gunner-Soldat. Da war ein Gunner-Soldat. Ja, Kate hat völlig recht, wenn sie sagt, dass sie jetzt sterben heißt. Da oben beschießt uns jemand, ein gewisser Klin. Der trägt offensichtlich auch eine Power-Rüstung. Und hat ein streuendes Lasergewehr, ist aber gleich dahin, hoffe ich. Wir laden nochmal nach und versuchen den Kerl zu erledigen. Da kommt wieder eine Granate. Ich hoffe, die Autos fliegen nicht gleich in die Luft. So, der ist dahin, das waren 97 EVs. Also, hast du das gesehen? Gut, dachte schon, ich spinne. Na, ich hab das gesehen, deswegen bin ich weggegangen, Kate. Hier steht ein Nuka-Cola-Quantum, diesmal eingesteckt. Das restliche Zeug hier lassen wir mal stehen. Ne, da ist noch eine Nuka-Cola, die ist eingesteckt. Und wir kümmern uns mal weiter um die Gunner, bevor wir hier anfangen, irgendwas zu looten. Da unten ist ein Gunner-Soldat irgendwo. Da, unten. Wir schmeißen mal eine Granate runter. Also machen wir mal was ganz anderes. Ich habe gerade eine Idee. Moment mal, hier war noch dieser Baker irgendwo mit seinem Raketenwerfer. Genau. Dann looten wir doch ein bisschen was. Der hat auch noch einen Fatman. Nun, wir haben den Fatman gerade ausgepackt. Nehmen wir uns mal die Raketen hier mit und den Raketenwerfer. Dann hat er auch noch ein Tessas Hologramm. Stecken wir uns das mal ein. Ich hoffe, ich denke dran, dass wir uns das anschauen, beziehungsweise anhören. Lass nicht zurück, was hilfreich sein könnte. Nee, Kate, das mach ich nicht. So, wir rüsten mal den Raketenwerfer aus. Da drüben im Haus stecken 2. So, da ist jemand erledigt. Und wir schießen mal noch durchs Fenster. Da haben wir noch jemanden erledigt. Sehr schön. Und wir kriegen noch viel Feuer von unten ab. Immer aufs Dach. Gucken wir mal. Da stand doch jemand. Weggelaufen. Von da drüben kam was. So, wir kriegen eine Granate ab. Stört uns mal nicht. Aber wir nehmen ein Stimpack. Unter 50% HP ist auch nicht so gut. Kommen wir hier hoch. Ist das Kate? Ja, das ist Kate, würde ich sagen. Ihr habt irgendwen auf der Treppe entdeckt und da unten ist jemand in der Richtung. Ein Gunner-Soldat. Da, hinter einem Truck steht er. Versuchen wir, die Gunner-Soldatin, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, zu erledigen. Die hat
sie auf jeden Fall einen schönen Treffer hier fangen. So, wir laden nochmal nach. Muss mal kurz abwarten. So, die Rakete ist hier laden. Und wir schieben nochmal runter. Das hat euch gesessen. Sehr schön. Und da kommt schon wieder eine Granate. Da drüben ist ein Gunner Corporal. Der kriegt natürlich jetzt auch eine Rakete ab, wenn er uns hier schon mit Granaten beschießt. Oh, für den brauchen wir noch eine zweite Rakete auf jeden Fall. Wir warten mal kurz ab. Die AP sind recht niedrig. Also sprich unsere Aktionspunkte. Da ist er. Wie fühlt sich das an, von einem Mädchen in den Arsch getreten zu werden? Er versteckt sich. Also mal runtergehen, ist als Original. So schön mit der Power-Rüstung, da kann man so eine Sache machen. So, wo ist er hin? Irgendwo hier rum, offensichtlich. Und nicht zu sehen. Oh, der sieht ihn erst versteckt. Wir hatten ihn noch gerade im Ziel. Er hat sich offensichtlich Deckung gesucht. Naja, wir werden ihn schon wieder finden. Auf jeden Fall ist da drüben noch ein Gunner-Soldat. Der versteckt sich. Wir versuchen ihn mal zu treffen. Und jetzt hätten wir auch einen kritischen Treffer. Aber den haben wir ja nie gebraucht. Der Soldat ist dahin. So, wo ist denn jetzt der Corporal hingerannt? Da ist er gewickt. Jetzt kommt er gerade aus der Deckung. Schlechter Moment, würde ich sagen. Und da ist er auch schon erledigt. Schöne Gefecht hier. Das macht doch Spaß. Sehr nett. So, in der Kirche scheint noch jemand zu sein. Der Raketenwerfer ist angelegt und hier laden. Wir gucken mal ganz kurz rum. Ja, ich nehme mal an, in der Kirche oder hinter der Kirche. In die Richtung. Da drüben muss noch jemand sein. Ja, da ist ein Gunner-Soldat. Der versucht, Kate zu treffen. Großartig. Der ist ja nicht auf uns konzentriert. Und Kate hat vorsichtig geschrien. Die hat wohl gewusst, dass wir jetzt die Rakete abfeuern. Kate, dann komm runter. Der Kerl ja versucht, uns zu erledigen. Jutta war nun wirklich viel zu langsam. So, die Power-Rüstung hält Stand. Da bin ich ja sehr froh, trotz des vielen Feuers und der vielen Granaten, die wir ja abkriegen. Oben ist definitiv noch jemand. Da flitzt jemand. Das könnte okay gewesen sein. Aber sie soll sich da oben kümmern. Da haben wir ja keine Chance, irgendwen zu erwischen. Das müsste Kate sein. Ja, eindeutig. Vielleicht kriegen wir ja noch eine Schussposition hier. Können wir ja irgendwie den da oben oder die da oben erwischen. Ja, sind da im Haus jetzt ganz offensichtlich. Vielleicht kommen wir auch da irgendwie hoch. Das ist wieder Kate. Sie macht es. Oh, sie hat gerade eine Plasmagranate wohl abgefangen. Nichts mehr zu sehen von Ihnen. Das war eine Stimme, die wir nicht kannten. Das war jedenfalls nicht Kate. Hier liegt jemand, ein Gunner-Soldat mit Fusionszellen. Eingesteckt die Fusionszellen. Was zum Teufel war das? Und von hinter uns war mal zu hören. Da hat uns jemand geworfen mit einer Granate. Das war nicht Kate, würde ich sagen. Da war eine gewisse Tessa und sie steckt in einer Power-Rüstung. Ich würde sagen, ihr Torso ist fällig. Wir nehmen einen kritischen Treffer für die. Weiterer Main-Gegner hier. Das hat aber nicht viel ausgerichtet. Naja, Raketen machen nicht so viel Schaden, wie man sich das eigentlich wünschen würde. So, versuchen wir die mal auszuschalten. Kate ist im Nahkampf, das sieht sehr interessant aus. Alle hier mit Power-Rüstung. Und das war Tessa. So, haben wir jetzt unsere Ruhe hier. Klingt fast so. Ich glaube, wir sollten uns aber noch ein bisschen umschauen. Schauen wir uns als erstes mal hier Tessa an. Immerhin, wie gesagt, Name-Gegner. Sie hat für uns 556er Patronen, ein Diamond City Wachenhelm, das ist ja sehr interessant, 7 Kronkorken, sie hat eine Militäruniform, 2 Plasmagranaten, die nehmen wir ihr natürlich ab. Dann hat sie noch einen Schlagring, ein Sturmgewehr, ein T-51C Torso. Na gut, den kann sie behalten, den brauchen wir nicht. Wir brauchen ja, glaube ich, ein rechtes Bein für Kate. Und dann haben wir hier noch eine legendäre Waffe, Tessas Faust. Was auch immer das ist, nicht zu identifizieren. Irgendeine Faustwaffe. Vierfache Robustheit. Ah ja, Moment. Das ist keine Waffe, das ist ein Rüstungsteil. Offensichtlich irgendwas für die Schulter, würde ich sagen. Also für den Arm. Naja, stecken wir mal ein. Hat kein Gewicht und ist 93 Kronkorken wert. Ja, das ist definitiv ein Rüstungsteil.
Sieht aus wie ein Raider-Rüstungsteil, würde ich sagen. Eindeutig. Also Raider-Power-Rüstungsteil, um ganz genau zu sein. So, das war die Sache mit Tessa. Und ich glaube, wir haben hier Ruhe. Hier vorne liegt jemand. Das müsste die legendäre Gunner sein. Genau. Ach, da hatten wir doch hier noch irgendwen. Auch in Power-Rüstung. Wir gucken mal ganz kurz. Den hatten wir doch oben irgendwie erledigt. Auch irgendein Named-Gegner. Hier sind wieder die Nahrungsmittelvorräte. Die Nuka-Cola haben wir eingesteckt. Hier ist eine Erste-Hilfe-Box. Mit einem Ultra-Jet, einem Jet und einem Psycho eingesteckt. Hier haben wir Maulwurfsrattenfleisch, Radkakerlakenfleisch, sehr nett, sehr lecker. Wir haben noch Radkakerlakenfleisch. Hier ist noch ein Psycho. Und eben ist hier irgendwas in die Luft geflogen. Ich denke, da hinten, der Transporter, der dürfte gerade in die Luft geflogen sein. Er brannte noch. So, schauen wir mal, was wir hier noch so finden. Da ist eine Munitionskiste und ein Werkzeugkasten. Hier haben wir 308er Patronen. Hier haben wir einen Redex, ein Klebeband und einen Schraubenzieher. Hier sind Schlafgelegenheiten, die brauchen wir nicht. Und hier ist ein bisschen was Nettes. Das ist wohl die Erste-Hilfe-Station der Gunner hier, wenn ich mir das so ankicke. Schlafmatratzen und ja, hier haben wir eine Erste-Hilfe-Box mit zwei Stimpacks, einem Mentats, ein Stimpack. Dann haben wir hier noch einen Jet und einen Medex und da unten liegt noch Redaway und ein weiteres Stimpack. Eingesteckt alle. So, und hier kommt man wohl nach oben. Also wenn ich mich jetzt nicht total täusche, dann lag hier oben oder war hier oben ein weiterer Name-Gegner. Aber ich würde ganz kurz gerne mal hier schauen. Hier ist nichts drin in dem Truck. Okay. Gucken wir uns hier oben mal um. Da liegt irgendein Teil. Das ist bloß ein Schrottteil. So, hier haben wir einen Verschlag bzw. wohl einen Wachposten. Hier ist ein Radio. Das machen wir mal aus. Wenn das Jet heißt das. Ne, wir nehmen uns erstmal die 45er Patronen mit. Und machen das Radio dann aus. Und hier auf dem Boden liegt was. Da unten haben wir eine Mini-Atombombe. Und die Kamera klippt irgendwie durch die, ja, durch die Decke. Durch das Dach. Das ist nicht so schön. Kate guckt uns ganz aufmerksam an. Ich glaube, sie ist neidisch auf den Raketenwerfer. Naja. Den geben wir ihr mal besser nicht. Naja, sie kann uns nicht mehr verletzen. Also ist das ja nicht so schlimm. Oh, da drüben ist ein bisschen was Nettes. Da ist auf jeden Fall eine Truhe. Das heißt, wenn wir die looten, dürften wir eigentlich die Ruinen abgeschlossen haben. Wir haben hier 15 Kronkorken, Kaliber 50er Munition. Und dann haben wir hier noch ein paar Rüstungsteile. Nee, ein Rüstungsteil und eine Impro-Repartierpistole. Darf da bleiben. Dann haben wir da drüben noch einen Schreibtisch mit einem Terminal und einem Sammelheft. Pistolen und Patronen. Schauen wir uns das mal an. Du hast eine Ausgabe von Pistolen und Patronen gefunden. Schusswaffen verursachen dauerhaft plus 5% mehr kritischen Schaden. Hoffentlich ist das Lesen unserer Zeit wert. Ich glaube schon. Schusswaffen, allgemeine Erhöhung des kritischen Schadens, das kann nicht verkehrt sein. So, hier haben wir noch 2mm elektromagnetische Kartuschen. Die sind eingesteckt. Wir gucken uns erst einmal die Gegner hier an, die wir erledigt haben. Ich glaube, hier oben brauchen wir nicht unbedingt weitergehen, obwohl da hinten leuchtet's. Da sollten wir vielleicht kurz vorbeischauen bei dem Truck. Da ist noch jemand. Ja, wir kümmern uns erstmal um die Gunner, die hier noch sind, offensichtlich. Und den Loot. Und um den haben wir uns jetzt hier wirklich gekümmert. Da fliegt gleich das Auto in die Luft. Wir warten mal kurz ab. So, das Auto ist weg. Der Gunner liegt noch da. Sehr schön. Dann können wir uns jetzt hier die Fusionszellen und die Splittergranate und das Stimpack mitnehmen. Den Rest darf er aber halten. Ja, wir werden uns erstmal um die Gunner kümmern, die hier noch sind und den Loot, bevor wir uns dann solche Sachen wie beispielsweise The Terminal anschauen, würde ich sagen. Aber ich würde sagen, das machen wir auf jeden Fall mit. Hier in Quincy werden wir sicherlich einiges Interessantes noch entdecken. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal darum, dass wir jetzt ja noch ein paar zum Looten finden. Da unten sollten ja schließlich ein paar liegen. Wir springen mal vom Dach. Nee, wir gehen erstmal darüber. Aber wir müssen dennoch springen, aber auf die Brücke am besten. So, das hat geklappt. Oh, das Dach ist abgeräumt. Der Baker, der hier lag, der ist auch weg. Na gut, kein Wunder. Bei dem Feuer, das wir hier veranstaltet haben, oder bei dem Feuerwerk vielmehr. Lassen wir uns hier mal fallen. Das Schöne an der Powerrüstung, dass man das ungestraft machen kann. Wir haben Baker wiedergefunden. Großartig. Hier liegt auch jemand. Ein Gunner-Soldat mit 44er-Patronen.
Der arme Kerl hatte bloß eine 44er-Patrone, um sich gegen uns zu wehren, und eine Powerfaust. Das war nicht das Beste. So, schauen wir mal weiter, ob wir noch irgendwen entdecken können. Da vorne liegt jemand. Was haben wir da? Hat jemand das Bein verloren. Ein Gunner-Soldat. Den hatten wir wohl schon gelootet. Der hatte nämlich keine Munition mehr. Wir blicken uns mal um. Oh, hier ist was Interessantes. Eine Fahne der Minutemen. Aber wir haben diesen anderen Name-Gegner nicht gefunden, fällt mir gerade ein. Da drüben haben wir auf jeden Fall eine Truhe. So, wir müssen nochmal nach oben. Oha, hier sind 3 Mini-Atombomben drin. Die kommen ja wie gerufen. Sehr schön. Und hier ist noch eine Munitionskiste mit 10mm Patronen. Auch nicht ganz verkehrt. Du machst wohl Witze. Bei kleineren Gegnern können wir auch wieder mal die 10mm rausholen. Oha, jetzt haben wir ein Problem. Ten Pines Bluff wird angegriffen. Die fällt mir ja nicht. Und hier schießt irgendwer. Aber es ist nicht zu sehen. Da ist jemand. Okay. Ein Raider. Das war jetzt ein bisschen übertrieben. Und auf was hat die eigentlich geschossen hier, die Raider? Ach, auf ein Geschütz. Wir haben hier noch Raketen, also machen wir das doch mal so. Da liegt die Raider. Die hat 38er Patronen für uns. Ja, und wir haben jetzt einen Angriff auf Ten Pines Bluff. Das ist sehr, sehr ungünstig. Ten Pines Bluff liegt ja ganz weit im Norden. Und wenn wir uns dahin begeben wollen, dann wären wir ja schon unterwegs. Hier haben wir einen Verkäufer noch gefunden oder eine Verkäuferin mit 50 Kronkorken. Die sind eingesteckt. Da ist noch eine Kochstelle gewesen, aber danach schauen wir uns hier gerade nicht um. Wir gucken uns mal ganz kurz hier noch um, ob wir irgendwen zum Looten finden können. Oder irgendeinen versprengten Gunner. Sieht erstmal nicht so aus. Ich glaube, wir haben die Ruinen von Quincy soweit erst einmal befriedet. Hier liegt noch jemand. Ein toter Raider mit 2 Stimpacks. Und hier drüben haben wir noch eine Siedlerin mit 49 Kronkorken und eine Sicherung. Die Sicherung nehmen wir uns mit. Kate hatte irgendwas gesagt, das habe ich aber leider nicht verstanden. Sie war zu weit weg. Und hier haben wir noch eine Gunner-Soldatin mit 19 Fusionszellen, 38 Patronen, einer Splittergranate und einem Stimpack und einer Powerfaust. Die darf da bleiben. Wir haben eine legendäre Powerfaust. Hier ist ein Gunner-Soldat mit 7 Kronkorken. Der hat ebenfalls eine Powerfaust. Hier haben wir einen Fusionsgenerator. Der hat aber offensichtlich keinen Fusionskern für uns. Und ich glaube, dann sind wir auch erst einmal mit den Ruinen von Quincy soweit fertig. Ja, wie gesagt, es ist jetzt ein bisschen ungünstig, dass Ten Pines Bluff angegriffen wird. Ihr wisst ja, wir spielen ein Soft Survival und dürfen keine Schnellreisen benutzen. Also wenn wir Ten Pines Bluff helfen wollen, müssten wir uns einmal quer durchs Commonwealth auf den Weg machen in Richtung Norden. Wir sind ja ganz im Süden, im Südosten, um genau zu sein, direkt an der Küste. Und Ten Pines Bluff ist ja im Nordwesten eher. Nun gut, für heute soll es das erstmal gewesen sein. Wir haben uns um die Gunner in den Ruinen von Quincy gekümmert und wir sollten uns eigentlich hier weiter umschauen oder uns dann in der nächsten Folge auf den Weg nach Ten Pines Bluff machen. Für heute war es das. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es hier dann mit Fallout 4 weitergeht. Bis dahin, macht's fein, ciao, ciao und bis bald.